Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Stellar Blade. Wir laufen jetzt mal hier weiter, haben uns ja zuletzt hier eben nochmal kurz ausgeruht. Das ist hier schon die erste Challenge, haben wir gemeistert. Schauen wir mal, ob ich da nicht irgendwas übersehen habe, ich glaube nicht. Mit der Drohne kann ich auf die andere Seite kommen. Boah, ich bekomm's mit der Angst. Ist aber nett, dass die direkt zu mir kommen. Okay, Moment. So, ich gehe erstmal hier lang. Da geht's noch hoch, glaube ich. Oh. Kann sie ja auch schwingen? Nein. Wir müssen darüber springen. Nein! Ich hätte später abspringen sollen. Naja, wir haben das ja eingesammelt. Müssen wir nur einmal wieder zurück. Doch wohl das geilste Outfit ever, oder nicht? Also ich liebe das. Schaut euch das doch mal von hinten einfach an, wie krass das einfach aussieht. Das hätte ich gerne in echt, diese Jacke. Wie sie leuchtet einfach. Und diese Beine einfach wie lang und dieser Stiefel, alles ist cool. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Obwohl, nee, Moment, ich nehme mal den Laser.
hatte ich gerade noch gar nicht gesehen, zunächst. Hier liegt unsere letzte Dose. Dosenwander-Trophäe. Mondbrunnen. Jetzt haben wir alle Dosen und damit müssten wir eigentlich auch ein Outfit freigeschaltet haben. Oder ist dann auch der Hauptweg, denke ich mal. Hier geht es gar nicht weiter. Bitte nicht so. Jetzt. Nicht ins Leere springen. Geht's da auch noch irgendwo hin? Ja, da drin liegt noch was. Nicht. Ja, das war natürlich jetzt zu weit. Aber davor wäre es, glaube ich, zu kurz gewesen. Der Sprung war einfach nicht perfekt. Na ja, wo sind wir jetzt? Ich glaube, wir sind wieder... Ah, okay, da. Ja, gut. Denn hier raus? Ah, okay. Oh nein! Das stürzt gleich ein! Ich denke, jetzt sind wir sicher. Es ist ja immer irgendetwas. Mich überrascht nichts mehr. Versuchen, das zu umgehen.
Hören wir. Das ist der Eingang zum Passagierlift. Sind jetzt einmal komplett aus dem Rund. Scheinbar. Passenger Lift 161. Willkommen zurück, Herren. Wer ist das? Willkommen bei Orca Aerospace. Ich bin Ihre Dienerin Arisa. Ich bin der Guide für den VIP-Raum. Da Alarmstufe Rot für die gesamte Anlage aktiv ist, ist der Passagiertransport eingestellt. Herren, bitte warten Sie so lange in einem Lift, bis alles wieder sicher für Sie ist. Können noch mit dir reden. Sieht aus wie ein Dienstmädchen. Hör mal, Arisa, wie lange müssen wir warten? Während Alarmstufe Rot gibt es keine Passagiertransporte. Bitte seien Sie so nett und warten Sie im Lift. Kann sie nicht still sein, wenn ich arbeite? Mal sehen. Alarmstufe Rot aufgehoben. Der P161 Lift zur Prestige Lounge wird in Kürze wieder in Betrieb sein. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten. Der Passagierlift besteht aus 32 unabhängigen Raummodulen. Jedes Modul bietet Wohnraum auf 4 Ebenen, sodass alle Passagiere eine angenehme Reise haben. Arisa, ich möchte nach oben gehen. Einen Moment bitte. Ich werde hier auf Sie warten, Herren. Zugang zur zweiten Ebene. Dann wollen wir mal da rein. Das sieht ja fancy aus. Die zweite Ebene ist die Familiensuite. Um die Aussicht zu genießen, können Sie jederzeit den hinteren Schutzschild öffnen. Wirklich? Arisa, bitte öffne den Schutzschild. Verstanden. Schild wird geöffnet. Wow! Unglaublich! So eine Aussicht hatte ich noch nie. Hier ist noch so ziemlich alles neu für uns. Es ist wunderschön. Schon sehr weit oben. Hier ist noch was. Hier sind ein paar Fische in einer Art flüssigem Gefängnis. Soll ich sie befreien?
Das sind Roboterfische. Nicht anfassen. Oh mein Gott, kann man sie irgendwie befreien oder so? Ja, oh nein, man kann mit ihr reden. Schwerer Schaden. Irreparabel. Nutzen Sie das Notseil. An der Decke. Zur Evakuierung. Es war mir eine Ehre und ein Privileg, Ihnen zu dienen. Leben Sie wohl, Herren. Arisa. Beende. Den Dien. Es war mir ein Vergnügen, Arisa. Ruh dich jetzt aus. Danke. Ja, mögen deine Erinnerungen fortbestehen für immer. Sad auf jeden Fall. Auch wenn wir sie nur kurz kennengelernt haben. Vollständig angeht, folgen Sie bitte den Anweisungen. Wir wünschen einen schönen Tag. Oh, da kann ich so nicht durch. Ich muss hier ran. Atmosphäre hier ist anders. Lilly, wie geht es weiter? Am Ende dieses Weges sollte ein Fahrstuhl nach oben sein. Okay. Thank you.
Hier nach links. Boah, pass auf! Gleich tot, hab ich noch gar nicht gesehen. Naja. Oh. Achso, Moment, hier lag noch eine Outfit-Kiste. Silberzahn. Ach nee, das sind Ohrringe, Silberzahn. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Was haben wir hier noch? Ah, hier ist das Lager. Endlich was zum Hinsetzen. Oh, Moment, ich sitze ja schon längst. Lilly, kannst du den Status der Railgun prüfen? Klar. Kühlsystem, Sensoren. Sieht alles gut aus. Wir müssen nur beim Überladen aufpassen. Oh. Boah, was hast du? Ich dachte, da wäre etwas. Ich empfange hier aber kein Signal. Ich schaue mich mal hier noch mal kurz um, ob ich was zum Auswählen habe. So, Moment. Sieht auch irgendwie cool aus. Aber die ist halt sehr rund, die Brille. Bin ich nicht ganz so der Fan von und die ist sehr klein. Naja, lieber ohne. Was habe ich hier für welche? Lilly. Hast du irgendwas von Adam gehört? Leider immer noch nichts. Langsam mache ich mir echt Sorgen. Ich mir auch. Hoffentlich geht's ihm gut. Wie läuft's mit der Netzwerkverbindung zur Kolonie? Bisher keine Verbindung. Wir erfahren sicher mehr, wenn wir weiter oben sind. Ja, wir müssen so oder so nach oben. Okay, genug ausgeruht. Wollen wir? Da müssen wir gleich hin, aber ich war hier noch nicht fertig, glaube ich. Ich dachte, da geht's eigentlich weiter, aber ich wollte hier das noch einsammeln. Wir sind am Fahrstuhl. Nur KIs mit Administratorrechten haben darauf Zugriff. Und was jetzt? Die Tür geht auf, wenn du die KI zurücksetzt. Zurücksetzen? Kann ich sie nicht einfach zerstören? Ja, das geht auch.
die Tür zerstören oder die KI? Hoffentlich die Tür. Die KI. Lol. Na ja, gut, dann gehe ich eben erstmal hier. Sollte auch gut riechen, denke ich. Ja, es riecht blumig. Aber... Hä? Irgendwas stimmt nicht. Oh, ernsthaft? Die sind ja alle unecht. Scheinbar konnten nicht mal die VIPs die echten sehen. Ah! Oh mein Gott. Lilly! Lilly? Hörst du mich? Lilly! Jetzt schon zuerst auf die Drohne. Wir werden schlauer. Du bist alles andere als gewöhnlich. Aha. Achso, ich habe jetzt die Drohne gar nicht mehr. Ich kann ja jetzt gar nicht mehr schießen. Fällt mir gerade auch jetzt mal so random. Oh je. Vielleicht sollte ich ja das mal der Moment, mal Taki zu aktivieren. Klingt aber auch nicht sehr viel, muss man sagen. Das, da lag doch was. Achso, das sind Roboter, die jetzt nicht auch noch angreifen. Na toll. Ich reiche erstmal nur kurz aus. Ich wollte eigentlich ausweichen. Komm schon. Oh, das ist eine unsichtbare Wand. Ich kann da nicht durch.
Lily. Lily. Oh, Verbindung steht. Genau im richtigen Moment einfach. Jetzt geht's wieder. Was war das, Eve? Das war ein nativer Angriff. Ich wusste es. Ist bei dir alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ich erzähl dir alles auf dem Weg nach oben. Karakuri, Trophäe erhalten. Ja, also dieser Alpha Nativa war auf jeden Fall richtig nice, richtig cool. Krasses Design und irgendwie auch cool zu bekämpfen, hat Spaß gemacht. Trotz, dass man keine Drohnenwaffe hatte. Dann mal weiter, ich glaube hier geht's lang. Der Nativa, den ich gerade besiegt habe, hat einen Menschen als Wirt benutzt. Nein, das ist nicht ganz richtig. Es wäre treffender zu sagen, mehrere Menschen. Ernsthaft? Die können auch mit mehreren Menschen verschmelzen? Vielleicht hat es sich deshalb intelligenter angefühlt als sonst. Denkst du, dort oben warten auf uns noch mehr davon? Ist ja schon wieder eine Outfit-Kiste. Design muss da fotogen, wird für die... Ja, okay, jetzt habe ich nicht näher gelesen. Ich gucke gleich mal nach. Oh, das, vielleicht muss ich das aber erstmal herstellen. Aber hier ist ja scheinbar jetzt irgendwie so nichts. Vielleicht ist das wieder irgendwie ein Look für die Drohne oder... Lily oder Adam. Ah, da vorne ist auch schon Lager. Immer noch nicht auf dem Maximum. Ah, okay, hier haben wir noch ein Outfit. Sind wir nicht hergekommen? Doch, aber wahrscheinlich sind wir jetzt zum Lift, genau. Die Tür öffnet sich durch den KI-Reset. Wow, jetzt sind wir ziemlich hoch und schon fast angekommen, würde ich sagen. Wir sehen die Erde von oben. Sieh mal aus dem Fenster! Die Erde! Wow! Unglaublich, wie blau die Erde vom Weltraum aus wirkt. Doch unten ist alles nur noch grau und karg. Ja, aber wenn die Sonne scheint, dann wirkt auch der Weltraum von der Erde aus blau. Doch hier oben erstreckt sich nur Dunkelheit. Jetzt aufgehen? Oder sind wir noch nicht angekommen? Ach so, Momentchen, hier ist ja ein Durchgang oder was? Oder nee, doch nicht. Ja. Wie soll ich denn da raus?
Ah, wir werden langsamer, oder? Vielleicht auch nicht. I'm not sure. Oh, er hat wieder angehalten. Sehr gut. Dabei waren wir schon fast am Zentralmeer. Keine Angst. Es muss einen Weg nach oben geben. Aber sehr hoch komme ich dahin. Das bezweifle ich doch stark. Okay. Ach, hier ist ein Knopf. Und da kann ich auch noch hin. Oh, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte da rüber springen. Erstmal wieder fallen lassen. Naja. Ist einfach wie so das Abspannlied von dem Game. Vielleicht wird es das auch. Schon da bleiben. Hier auch nochmal. Da sind auch noch Sachen. Gleich sind wir oben. Doch schon ein langer Weg. High Orbit Station. Da muss ich doch mal mich setzen. Da gibt es irgendwie einen Cut-Scene oder muss geredet werden. Lilly, konntest du dich mit dem Netzwerk der Kolonie verbinden? Ich empfange immer noch kein Signal. Fast so, als wäre eine unsichtbare Barriere zwischen diesem Ort hier und der Kolonie. Ich vermute mal, dass der Alpha-Native da oben dafür verantwortlich ist. Ja. Ich wette, deshalb war keine Kommunikation zwischen Erde und Kolonie möglich. Das heißt, wenn wir ihn loswerden, erspart uns das eine Menge Ärger. Der Zentralkern sollte direkt vor uns liegen. Haben wir es geschafft?
haben wir. Aber ein starkes elektromagnetisches Feld umgibt diesen Ort. Fühlt sich an wie im Auge eines Sturms. Da drüben! Dir selbst angetan. Ich kann all das Leid sehen. Oh no. Ich beende das jetzt. Soll das Mothers 4 sein? Ich glaube nicht. What are you doing? Irgendwie krass aus der Art Heiligenschein da oben, beziehungsweise das sieht ja schon fast aus wie so eine Galaxie oder so.
der echte Alpha. In so niedrigem Erdorbit gibt es noch Schwerkraft, wenn das so weitergeht. Wir können den Alphanetiber nicht hier lassen. Lilly, nutze alle meine Körperzellen, um die Railgun zu überladen. Was? Das wirst du aber nicht überleben. Schon okay. Hierfür wurde ich geboren. Lilly, bitte! Oh, das ist einfach zu viel für mich! Körperzelle verbunden! Volle Überladung bereit! Infinity-Körperzelle verbunden! Sie nennt mich gerade auf! Und aufgeladen! Lilly, mein Angriff wurde abgewehrt! Öffne sein Auge nochmal! Bin dabei, es zu analysieren! Hab's! Die Augen an der Seite sind mit dem Nervensystem verbunden! Volltreffer! Offenbar löst sich die Nervenverbindung! Nur noch einmal! Das ist es! Nur noch eins! Eve! Deine Körperzelle! Sie verglüht ja gleich in der Atmosphäre. Nicht mal Adam ist. Danke. Ach nee, es war Lilly. Vielleicht. Nein, Lilly. Das verdanke ich nur dir. Ich habe es nur deinetwegen zurückgeschafft. Vielen Dank. Meine Sachen eingesammelt. Inspire 4. Und Adam? Ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich kann ihn nicht einmal über die Leitung für Notfälle erreichen. Was denkst du, ist passiert? Ich hoffe, dass ihm in Zion nichts Schlimmes passiert ist. Vielleicht. Meinst du? Schon gut. Komm schon, beeilen wir uns. Mein Gott, das... Zion!
Nein. Zion brennt einfach. Hat Adam etwa hiervon gesprochen? Wir müssen... Eve, ich empfange ein Alpha-Signal aus dem Audienzzimmer. Orkel. Könnte er etwa... Ich versuche, hier was mit dem Exosuit auszurichten. Eve, schnell zum Audienzzimmer. Okay, ich eile. Sei vorsichtig, Lily. Sollte ich nochmal abspeichern? Oh, Shotgun, brauche ich den auch vielleicht? Ja, ich habe ein bisschen Munition verbraucht. Und sehr viel, um genau zu sein. Ja, hier kann ich auch noch was machen. Ah, jetzt ist es auf maximal. Die Angriffskraft. Einmal schnell abspeichern für alle Fälle. Und dann let's go. Komm schon, du Monster! Alphanetiva von ganz von Anfang an. Du hast Taki getötet. Und jetzt zerstörst du Sion. Wieso? Wofür das alles? Eve, du bist spät dran. Wie fühlt es sich an, für Sions Fall verantwortlich zu sein? Der kann sogar sprechen. Was? Du kannst sprechen? Trotz allem frage ich mich, warum er dich und nicht mich ausgewählt hat. Obwohl ich mich bewiesen habe. Also warum? Er? Wovon redest du da bloß? Du hast es anscheinend nicht begriffen. Ich werde dich nicht in seine Nähe lassen. Wenn ich mit dir fertig bin, wird nichts mehr von dir übrig sein. Yeah!
Gott, der hat aber richtig viel Leben. Mach doch was. Ich muss dringend mal eben... Was wähle ich aus? Das wird aber ein langer Kampf. Oh. Lass mich hier raus. Sehr weit weg, naja, ich hoffe, ich treffe dich trotzdem noch. Na, es hat ja fast gar nichts ausgerichtet. Ich möchte gerne mein Leben auffüllen, erstmal. Hallo. Ich bin gleich tot, ich bin einfach gleich tot. Ist. Was soll ich machen? Fertige sofort Tötungsfähigkeiten. Manche mächtige Nativas verfügen über sofort Tötungsfähigkeiten, die du nicht abwehren und denen du nicht ausweichen kannst. Unterbrich ihre Attacke mit einem Fernkampfangriff. Okay, nochmal schnell das Video gucken. Konzentriert. Aha, okay. Gut, dann muss ich aber auch erstmal... Ja, dafür reicht jetzt natürlich, dafür wird jetzt natürlich die falsche Munition. Ja, da muss ich mich halt erstmal auswählen lassen. Ja gut, du musst halt auch die Waffe nehmen, Girl. Ich sehe gar nichts mehr. Bin ich jetzt tot? What the fuck? Naja gut, ich habe Gott sei Dank noch eine WW-Pumpe. Ich sehe ja wieder nichts. Ja. Yeah.
ist jetzt wieder so ein Angriff? Ja. Oh oh. Den Vermächtnissen. Du hast recht. Von ihr sind die Aufzeichnungen. Scheint, als wäre ich aufgeflogen. Verdammt! Geht das jetzt noch weiter? Sie ist verschwunden. Oh nein. Hauptmann, Mann, Mann. Kann ich was tun? Kümmere dich um Orkel, nicht um mich. Beim Hyperantrieb. Wir haben einfach den Hauptnetiver besiegt. Schätze ich mal. Ich denke mal, es war der letzte oder der große auf jeden Fall. Weil das war ja der vom Intro auch, vom Spiel. Aber so ganz verstanden habe ich jetzt noch nicht, warum diese gute Dame da jetzt rausgekommen ist, beziehungsweise was sie vorhat. Kein Mensch, sondern die erste Fusion zwischen einem Andrew Avis und einem Nativa. Ich bin der erste der Alpha Nativas. Aber dann... In der Vergangenheit tötete ich zahlreiche Menschen, zum Sterben in der untergegangenen Kolonie zurückgelassen. Fanden mich schließlich Menschen und retteten mich. Und in jenem Moment verlor ich jeglichen Grund zu kämpfen. Nachdem ich die Macht des Alphas versiegelt hatte, versammelte ich so viele Überlebende, wie ich konnte, und erbaute Zion. Ich dachte, ich könnte Buße tun, indem ich sie beschütze, ihnen ein Zuhause baue, eine Zuflucht. Ich hatte versucht, meine Identität so lange wie nur möglich zu verschleiern. Aber Raven musste aufgehalten werden. Konntest du alle Alpha-Kerne sammeln? Ja, bis auf einen. Wir haben ihn verloren, als wir im All waren. Verstehe. Danke. Danke, dass du meinem Leben einen Sinn gibst.
vier Kerle wieder an einem Ort vereint. Some crazy shit. What's happening? Hier, das ist der Omega-Kern. Nimm ihn und geh zum Nativa-Ältesten. Der Rest liegt ganz bei dir. Wer ist denn der Nativa-Älteste? Das ist dann noch ein finaler Bosskampf, oder wie? Tut mir leid, dass ich nicht mehr tun konnte, um euch zu helfen. Tut mir schrecklich leid. Unsinn, Engel. Wir sind nur dank dir und Lilly überhaupt noch am Leben. Danke. Mach dir keinen Kopf wegen Zion. Wir bauen es wieder auf. Besser als vorher. Vielen Dank. Euch allen. Du gehst weg, um was Wichtiges zu tun, nicht wahr? Ich hoffe, du kehrst zurück, wenn sich alles etwas beruhigt hat. Ja, das werde ich. Ich bereite sofort alles vor. Jetzt die ganze Familie versammelt. Die ganze Stadt besser geworden. Jetzt kann ich ja noch mit einigen reden. Roxanne, du bist noch hier? Mein Engel. Dachtest du etwa, dass ich hier einfach abhaue? Mitten in dem ganzen Chaos? Das enttäuscht mich etwas. Das meinte ich doch nicht, das weißt du. Oh, mein Liebes, nichts ist unmöglich. Wie kann ich helfen? Oh, man kann auch Sachen kaufen, aber ich habe aber alles schon ihr eingekauft. Ich verstehe, das ist jetzt sozusagen auch noch mal so letzte Chance, noch mal alles einzukaufen. In Zeiten wie diesen kann man sich nur Glück wünschen. Ich bezweifle stark, dass jemand wie ich für Glück beten kann. Danke, Roxanne. Ich hoffe, dein Geschäft läuft weiterhin gut. Hallo, Engel. Einfach alles. Alles ist ruiniert. Meine Schwester hat es hier geliebt. Vergib mir. Wäre ich nur früher hier gewesen. Schon okay. Wenigstens habe ich noch meine Erinnerungen an sie. Wir werden das durchstehen. Gemeinsam. Das hätte Mothers Fear... Nein, meine Schwester so gewollt. Kaya. Engel, bitte. Du darfst nicht den Mut verlieren, hörst du? Ganz besonders nicht, wenn du gegen einen sehr starken Nativa antreten musst. Kommt wohl noch was? Ja, dem Nativa-Ältesten. Die Quelle allen Übels. Wenn dieses Ding tot ist, leben wir alle wieder in Frieden, oder? Ich werde dir helfen, so gut es mir möglich ist. Schenk du uns nur ein wenig Hoffnung. Okay, danke. Ich gebe mein Bestes, dich nicht zu enttäuschen. Rabatt kriegt man sogar.
Okay, ich habe aber auch sehr viele davon, muss man sagen. Ich habe aber auch sehr viel Geld, muss man sagen, also... Auf Lager... das jetzt alles noch genau so brauche, aber vielleicht wird das ja noch ins New Game Plus übertragen oder so. Ich muss kurz überlegen, also davon, da nehme ich auch mal ein paar mit. Na gut, das soll es dann gewesen ich sein. Muss los. Ich hoffe, du konntest bei Sisters Junk alles finden, was du brauchst. Das hätte meine Schwester gewollt. Ich weiß. Danke dir. Dann reden wir nochmal mit Digger. Digger, was tust du da? Eve, hallo. Ich helfe beim Aufbau der Stadt, eine meiner Spezialitäten. Und wie sieht's aus? Kommst du voran? Ich bin mir leider noch nicht sicher. Selbst in diesen Ruinen gibt es Wesen, die wie Menschen leben wollen. Und ich begleite sie dabei. Klar, natürlich. Wie ich hörte, plant ein Engel, den Neytiba-Ältesten anzugreifen. Ich erwarte eine gefährliche Mission. Ich würde gern meine Hilfe anbieten. Ich kann dir einen Rabatt geben. Danke, Digga. Wie sie alle mit Rabatt? Ich komm drauf zurück. Rabatt kurz ankommen. Ja, ich habe dann auch dann alles. Mach's gut, Digga. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Die Bürger erwarten ihre Erlösung durch dich. Nun ja, das hoffe ich zumindest. Hier wäre jetzt irgendwie so der Fotomodus richtig nice. Da könnte man so ein schönes Foto machen mit allen zusammen. Ja, mit... Hä? Nee, ich muss da einmal rüber. Entschuldigung. Ich muss einfach hier durch. Willkommen, Engel. Ja, der hat aber auch nichts mehr anzubieten. Na gut. Und sonst so? Kann ich ja nochmal in die Stadt? Nee, das ist eine unsichtbare Barriere wieder. Dann rede ich jetzt nochmal hier mit Enea. Ende, oh sorry. Was sollen wir jetzt nur machen? Singen. Wir haben die Erinnerungen von so vielen verloren. Den Propheten, den Sentinels, Bürgern. Ich habe aufgehört zu zählen. Vergebt mir.
Ich hätte mehr Menschen retten können. Nein. Der Prophet. Angeblich hat der Prophet dich aufgefordert, dein Schicksal zu erfüllen. Ich weiß nicht, was er plant. Aber wenn wir den Neytiba-Ältesten besiegen, haben wir vielleicht eine Chance, wirklich etwas aufzubauen. Aufs Schicksal, nicht wahr? Ich wünsche dir viel Glück. Ja. Eve, alles, was ich tun kann, ist singen. Und ich werde für dich singen, Eve. Freut mich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt verdient habe. Ja, Leute. Jetzt geht's wohl zum absoluten Finale. Und ich würde sagen, weil die Folge jetzt schon relativ lang ist und ich nicht weiß, wie lange das jetzt noch gehen wird, aber ich vermute stark, dass es noch eine ganze, also das wird schon noch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dauern, denke ich mal. Deswegen, ja, lasst uns einfach in der nächsten Folge hier weitermachen. Und das ist ja auch ein schönes Abschlussbild hier gerade. Und dann heißt das, wir bekämpfen und begegnen den Ältesten der Neytibas. Ich bin schon gespannt. Ich habe irgendwie gerade keine Ahnung, ob ihr den schon kennt. Ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, wie der aussieht und was uns da erwartet. Also ich fand das Ding im Weltall, auch wenn es leicht zu bekämpfen war, verhältnismäßig, sah schon krass aus auf jeden Fall. Also ich bin schon gespannt, was da noch auf uns zukommt. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen. Bitte liken, abonnieren den Kanal, das wäre schön. Ich würde mich freuen. Und ja, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin.